Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Was tun, wenn süchtige Menschen immer wieder rückfällig werden? Und was können die Angehörigen tun? Wie können sie sich verhalten? Auf was ist zu achten? Es ist ein langes, schweres Leiden, wenn man eine schwere Suchterkrankung hat und immer wieder mit Rückfällen zu kämpfen hat. Das gibt es bei den substanzgebundenen Süchten wie Alkohol oder verschiedene Formen von Drogen oder auch Nikotin. Und es gibt bei substanzungebundenen Süchten wie zum Beispiel Pornografiesucht, Spielsucht. Rückfälle sind leider an der Tagesordnung bei diesen schweren Süchten, weil das Craving so stark wird. Das Craving ist diese Gier, diese Sucht, endlich wieder diese entspannende Beruhigung zu haben, was der Körper auch oft verlangt, eben im Hirn, dass er das Gefühl hat, jetzt hat er das wieder in diesen Normalzustand gebracht, die Stimmung, die Emotion, wenn wieder genug von dem Oxytocin ausgeschüttet wird oder von den Substanzen eben, auch den giftigen Substanzen eben im Körper ist, woran der Körper sich eben gewöhnt hat, auch wenn der Körper genau weiß, es tut ihm nicht gut. Aber das ist eben das Problem bei der Sucht, dass der Körper dann das Falsche als gut empfindet. Und deshalb ist es so wichtig, den Körper wieder zu helfen, dass er sich wieder umgewöhnen lernt, dass er wieder das Richtige, nämlich ein nicht süchtiges Verhalten, als gut empfindet. Ansonsten wird der Körper wie ständig ausgetrickst und das geht ständig weiter. Was können jetzt abhängige Menschen machen, um aus dem Craving rauszukommen? Man kann sich das Craving wie ein Monster vorstellen, ja, und dieses Monster oder wie einen Dämon oder wie einen gefährlichen Kriminellen, ja, und der will einem was antun. Und wenn dieses Craving-Monster, dieser Craving-Kriminelle, was auch immer, auf einem zukommt, muss man sich vor dem schützen. Man muss vor ihm davonlaufen, man muss dagegen kämpfen. Auf jeden Fall ist es nicht gut zu tun, als wenn eh nichts wäre und sich diesem Craving-Monster ständig unterwerfen. Wenn man sich dem ständig wieder unterwirft, geht nichts weiter, man ist nur frustriert, das Selbstwert wird geschwächt und man gibt auf, dass man jemals davon rauskommt. Also ich muss eine große Angst entwickeln, ja, vor dieser realen Gefahr des Craving Monsters. Und ich muss diese Gefahr total ernst nehmen. Und wie macht man das, wenn man merkt, man ist in einer Gefahr? Man wird auch andere Menschen mit einbeziehen. Man wird sagen, Achtung, da kommt jetzt ein gefährlicher Einbrecher. Wir müssen jetzt zusammenhelfen, um den Einbrecher zu besiegen. Und so wie die meisten suchtkranken Menschen die Umwelt, ihre nahen Angehörigen, vor allem den Ehepartner, Ehepartnerin, einbezogen haben in die Sucht und die haben sie co-abhängig gemacht. Das heißt, die Partner mussten den suchtkranken Menschen unterstützen, wie auch immer, auf sehr, sehr versteckte Art und auf sehr manipulative Art, dass sie weiterhin die Sucht aufrechterhalten können. Und die Partner sind co-abhängig geworden, die das dann mitgemacht haben und nicht gesagt haben, stopp, da gehe ich keinen Schritt weiter. Ich mache da nicht mit dieser Suchtdynamik, in die du mich, süchtiger Partner oder Vater oder Freund, was immer, mit hineinziehen willst. Und da sie mitgemacht haben über Jahre, sind die meisten dann eben co-abhängig, die das nicht gut geheißen haben, aber de facto unterstützt haben. Und jetzt ist genau das Gegenteil, was jetzt eben passiert. Wenn der immer noch Suchtkranke, aber der aus der Sucht raus will, sagt, bitte helft's mir mit allen Mitteln, dass ich gegen dieses Craving-Monster kämpfen kann und verteidigt's mich auch gegen das Craving-Monster, gibt's jetzt eine neue Parole für den Co-Abhängigen. Er muss wieder den Süchtigen, von dem der Angehörige immer noch co-abhängig ist, jetzt dahin unterstützen, dass er jetzt rauskommt. Und das ist zwar für die Co-Abhängigkeit keine gute Idee, ja, aber dafür, dass der aus der Sucht rauskommt, ist es eine gute Idee. Und am Schluss
wenn der dann wirklich gut heraus ist, der Abhängige, muss der Co-Abhängige seine Abhängigkeit zum Süchtigen auch noch loskriegen. Das ist auch noch ein Thema. Und das geht oft nur über Distanz, weil der Co-Abhängige ist ein Stück betriebsblind geworden und ist so eingeschossen auf den Partner zum Beispiel, dass er nur das macht, was der Partner jetzt von ihm verlangt. Einmal hü und einmal hot. Einmal lass mich saufen und einmal hilf mir, dass ich nicht sauf. Das ist zwar liebevoll, dass der Co-Abhängige Partner den so unterstützt, aber er selber ist nicht in einer Freiheit, ist selber in einer Form der Abhängigkeit, und das muss einmal dem Co-Abhängigen Partner bewusst werden und der muss da mal raus. Wenn Sie merken, Sie können gegen dieses Craving Monster nicht ankämpfen, es übermannt Sie, es ist einfach zu stark, und auch die Angehörigen sind machtlos, die haben es schon aufgegeben, weil sie ohnehin immer wieder scheitern und sie haben schon x Entzüge versucht, auch auf den Entzügen geht es dann kurz gut, wenn sie aus dem System, aus ihrem Umfeld draußen sind, und danach kehren sie wieder in ihr eigenes System zurück. Es ist wieder alles beim Alten, die alte Gewohnheit, der Job, der Abendritual und so weiter. Also es ist einfach dann immer dasselbe. Dann könnte helfen, dass sie ganz klar sagen, weil ich unbedingt da raus will, ich will aus dieser Sucht raus, die Sucht macht mich kaputt, die Sucht nimmt mir Lebensqualität, die Sucht nimmt mir Lebensjahre, ich will das nicht, dass sie ganz bewusst eben versuchen, auch ihr Umfeld zu ändern. Dass sie da vielleicht sogar umziehen, dass sie den Job wechseln, dass sie sich ganz bewusst ein anderes Abendritual angewöhnen. Also wirklich Maßnahmen ergreifen, die sie vorher bisher gar nicht als sinnvoll erachtet haben und das, was sie eigentlich wollten, überall da, wo sie merken, da ist eine Gefahr, da ist eine Gefahr, da ist eine Gefahr im Lauf des Tages, oder diese Orte sind gefährlich oder diese Menschen sind gefährlich, dass sie die einfach halt absolut meiden, nicht nur ein bisschen meiden und nicht nur sagen, ich treffe jetzt den, der mir den Stoff besorgt, nur noch alle 2 Wochen, ja, und kaufe dafür doppelt so viel ein. Puh, das hilft nichts, ja. Oder wenn Sie Pornografiesucht haben, dann gibt's einfach Handy und Tablet und Computerverbote, so dass ich nirgends mehr rein kann. Oder wenn ich immer in Gefahr bin, dass wenn ich nach der Arbeit noch im Supermarkt vorbeigehen muss und mir dann das besorgen muss, was ich für heute Abend brauche, was ich auch heute trinke. Und ich habe eh nie was zu Hause, weil ich trinke es ja jeden Abend dann noch aus. Dann habe ich kein Geld, keine Kreditkarte, nichts mehr mit, wo ich was einkaufen kann. Und ich habe ein absolutes Verbot einzukaufen. Ich kaufe nie mehr ein. Und ich kann auch gar nicht einkaufen, weil ich auch gar kein Geld zur Verfügung habe. Und wenn ich dann meiner Frau oder mein Partner sag, ich bräuchte wieder Geld oder gib mir die Kreditkarte oder die Bankomatkarte wieder. Nein, die gibt's nicht. Das ist einfach absolut verbieten. Und wenn die Frau nicht stark genug ist, um das zu verhindern, muss ich zur Bank gehen und muss mein Konto für mich sperren lassen und nur meine Frau hat den Zugriff aufs Konto. Solche Dinge muss ich tun. Und wenn ich sag, boah, das ist zu hart und das halte ich nicht durch und das will ich nicht, das schränkt meine Lebensqualität zu sehr ein, es ist ja Ihre Entscheidung, aber Sie brauchen circa ein Jahr, ein ganzes Jahr ist viel, wo Sie das durchhalten, damit Sie, wenn Sie schwer in der Sucht drinnen waren, da dann auch wirklich nachhaltig rauskommen. Und wenn das Jahr gut gegangen ist und Sie nachher dann wieder einen Zugang zu Ihrem Geld kriegen oder wieder die Möglichkeit haben, mal wieder einzukaufen, weil Sie sich das selber genehmigen, die Sucht bleibt, ja? Wie es bei den anonymen Alkoholiker ja auch heißt, eben, wenn ich komme und ich begrüße alle, sage ich eben, ich bin der Reinhard, wir sind alle bei du und ich bin Alkoholiker, obwohl ich vielleicht schon seit 20 Jahren trocken bin. Ich bin und bleib Alkoholiker. Die Gefahr, dass ich wieder zurückfalle, ist immer da. Auch bei der Pornografiesucht, also bei allem. Tatsächlich ist so in der Verhaltenstherapie, ich muss etwas bis zu 7000 Mal getan haben, dass ich was ändere, innerlich, bis zu 7000 Mal, damit das ins Unbewusste absinkt, dass ich
eben Alkohol unbedingt meiden will und dass mir Alkohol nicht gut tut. Und ich darf es auch nur positiv formulieren. Ja? Ich bin froh, frei von dem Trinkdruck zu sein. Oder ich bin froh, dass ich andere Getränke genießen kann als Alkohol. Und so weiter. Ja? Also das sind verschiedene positive Sichtweisen, die ich brauche, um rauszukommen. Und die Angehörigen können da auch helfen, dass ich diese Sichtweise entwickeln kann und halten kann. Und das braucht 7000 Wiederholungen. Von ein-, zweimal mich versuchen zu bessern oder was anderes zu machen, hilft es gar nichts. Daher ist ein längerer Prozess, ein mentaler Prozess. Deshalb braucht man da auch oft psychotherapeutische Unterstützung, sowohl als Betroffener als auch als Angehöriger, co-abhängiger Mensch. Gerne berate ich Sie auch in der Gruppentherapie, in der Paartherapie. Das ist auch sogar sehr sinnvoll, weil man sich dann gegenseitig unterstützen kann. Wir können es gerne auch online machen, über Zoom oder was auch immer, wo man dann auch, wenn Sie an verschiedenen Orten sind, ist es auch kein Problem heutzutage mehr und das bringt schon viel. Ja. Sie können natürlich gerne auch zu mir persönlich nach Wien oder wieder Neustadt kommen, aber vieles ist mittlerweile online sehr gut möglich und ist auch sehr wirksam und ist unkomplizierter. Unten in der Videobeschreibung gibt es eben den Link für ein kostenloses, kurzes Informationsgespräch, wie man sich dann findet und wie man Dinge dann auch ausmachen kann, damit Sie rauskommen aus dieser Notsituation, in die Sie sich befinden. Alles Gute!